Stottern ist eine Sprechstörung und entsteht aus einem Zusammenspiel von neurophysiologischen und psychosozialen Faktoren. Die Symptome sind Wiederholungen von Wörtern oder von Silben oder von einzelnen Lauten, auch Dehnungen von einzelnen Lauten und Blockaden. Im Erwachsenenalter sind die Symptome begleitet von starken Gefühlen wie Scham oder Angst vor dem Sprechen oder Minderwertigkeitsgefühl. Es entsteht meistens im etwa vierten Lebensjahr, wo Kinder anfangen zu stottern. Das ist ein Zeitpunkt, wo der Spruch noch nicht gesichert ist, wo sie mit vielen Unsicherheiten verbunden ist und das Kind eigentlich auch voller sich widerstrebenden Gefühl ist. Sprechen und auch die Stimme sind darum in diesem Alter sehr anfällig für Irritationen auf der Gefühlsebene. Wir klären Kinder im Vorschulalter ab. Kinder werden uns angemeldet von Eltern und von Kinderärzten und Kinderärztinnen. Wir spielen mit dem Kind, machen uns ein Bild über die Allgemeinentwicklung und Spruchentwicklung und Emotionalität und reden mit den Eltern. Und wenn ein Bild kriegen eigentlich von der Geschichte von dem Kind und probieren das Symptom gemeinsam mit den Eltern zu verstehen. Im Jugendlichen und Erwachsenenalter bieten wir auch Abklärungen und Therapien an. Dort geht es neben dem Symptom an sich auch stark darum, die Gefühle, die mit dem Stottern verbunden sind, zu explorieren, zu verstehen und auch zu verändern. Im Erwachsenenalter ist es 1% der Bevölkerung, die stottert. Im Kindesalter ist es mehr. Die meisten verlieren das Stottern. Es ist aber nicht so klar, wer es verliert und bei wem es bleibt. Und es ist wichtig, dass man so früh wie möglich reagiert.